Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations. Jetzt wollte ich schon Brotherhood sagen, aber wir sind ja hier bei Revelations und wir sind bei der Sequenz 3 immer noch, bei der Erinnerung 7. Wir haben als letztes den Schlüssel uns ergattert, der zur Bibliothek von Altair führt. Und jetzt sehen wir gleich mal, was wir als nächstes zu tun haben, denn ich habe gerade keine Ahnung mehr, was das sein könnte. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommt eher wieder so ein Tagebucheintrag oder sowas. Sehen wir ja gleich. Okay, doch nicht. Nee. Genau. So, wir haben das hier erledigt. Und begeben uns mal wieder raus auf die Straße. Und sehen mal... Yusuf. Okay. Salute. Piri sagte, ihr werdet vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Wir hören es jetzt nicht asynchron. Ich glaube schon. Das wäre ein bisschen blöd. Das ist einer von Altairs Schlüssel. Ein antikes Artefakt. So. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier. Wie schön das doch ist. In eurem Hauptquartier, ja, werde ich. So, also, nehmen wir mal den Schlüssel in ein sicheres Versteckchen. Mit unseren Verbündeten. Unsere Verbündeten, die vom Basar, den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Okay. Solange die Ratten nicht größer als Hunde sind, dann ist ja alles gut und im Lot. Wir erklimmen mal erstmal hier als nächstes schnell den Aussichtsturm. Dann haben wir nämlich hier wieder ein bisschen mehr Ausblick auf die ganze Karte. Okay, erstmal natürlich. Wie auch immer. Ah, okay, die Hagia Sophia. Ein sehr schönes Bauwerk. So, na komm, Ezio, mein alter Freund. Na los. Du warst schon mal schneller, mein Freund. Okay, die da unten, die verfolgen uns immer noch. Naja. Guck mal ruhig weiter auf den Boden. Ich bin nämlich schon längst über alle Berge. Wortspiel. Nee, wo sind wir denn genau? Oh, verdammt. Entschuldigung, ich habe so ein bisschen Halskratzen. Das ist nicht gerade sehr angenehm, aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, jetzt sind wir hier oben. So, gleich mal synchronisieren. So. Ah, geht doch. Und ist da oben was drauf? Ja, na toll, das zoomt natürlich nicht ganz rein. Ich weiß nicht. Ne, ich glaube nicht, dass da oben was ist. Oder? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir mal einen Absprung. Hey, da ist muss ich etwa die Wache hoch? Was für ein Spektakel. Ah. Ui, okay, da ist eine Bucherinnerung und da ist die Haupterinnerung. Gehen wir zur Haupterinnerung. Nun, das ist ja ein richtiger Sie scheint mir ein bisschen näher zu sein. So, dann werden wir gerade hier den Schmied noch... nicht den Schmied, den Schneider renovieren. So. Noch renoviert. Können wir wieder ein bisschen mehr Geld in die Kasse. So, auf 2120 gestiegen. Wow. Langsam wird's. Kleinvieh macht auch Mist. So. Na, dann latschen wir mal hier durch den Bazar. Die Monster müssen umgehend entleibt. Sie sind einfach Animale. Erinnern wir haben ihn nicht so schnell entdeckt. Aber wir klauen ihn auch gleich wieder, denn das ist unser Geld. Ach du Schreck. So, hier weg da. Mach, dass du wegkommst! Ah, den nein, doch. Zu den Roma, ne? Ja. Den Pyrus haben wir schon gesehen.
So, wahrscheinlich auf dem Gewürzstand ein bisschen Tumult gemacht. So. Wie konntet ihr bloß so alt werden? Ja, lass mich in Ruhe. Ist euch denn nicht ein Blick? Lalalala. Dram-dam-dam. Okay. Ich laufe hier auf irgendeinem Friedhof rum. Ah, na toll. Okay, ich habe hier... Ah, Bayezid-Moschee. Die Bayezid-Moschee. Oh Mann. Ich habe manchmal so Zungenbrecher drin. Das ist echt hart. Das ist echt hart für einen Europäer. Ach komm, halt die Klappe. So. So. Weitchen benutzen. Okay, ich sollte lieber nicht so verschwenderisch damit umgehen. Forum Bovis. Oh, da oben ist ein Datenfragment. Das können wir uns, glaube ich, nicht schnappen. Und dann geht es schnurstracks weiter zur Mission. So. Tada! Und dann haben wir das auch schon erledigt. Oh, fuck. Okay, das war nochmal glimpflich. In Lykos. Oder Lykos. Ich weiß gar nicht, wie er das ausspricht. So. Ja, ja, nun gut. Ich bin mal echt gespannt, wie dann Assassin's Creed 3 aussehen wird. Ob es dem Hype gerecht wird, was ich so bis jetzt gesehen habe. Vor allem finde ich es ja sehr interessant mit dem Koop-Modus, den die eingeplant haben. Ob er nur noch wirklich dann realisiert wird, bleibt abzuwarten. Wäre cool, wäre eine coole Sache, wenn man irgendwie Missionen zusammen bestreiten kann, aber halt eher taktisch zusammen und nicht so ein Geschnetzel. Also das dann im Geschnetzel ausartet. Und ich spreche nicht von dem Multiplayer. Ja, mein Freund, ich nehme auf. Und ja, antworten wir ihm mal schnell. Okay, du alter Lappen. Ich weiß gar nicht, was er geschrieben hat. Wollen wir das uns mal schnell anschauen? Was hast du denn geschrieben? Nimmst du auf? Entschuldigung, wenn ich spam, muss aber sein. Ah. Ja, das sind typisch wieder mal meine super Abonnenten hier. Ich hab euch auch lieb. Ja, ärgert mich nur weiterhin. Nee, ich finde es klasse, dass ich mit manchen aus meiner Abonnentenliste hier Kontakt hege. Finde ich recht klasse, dass ihr euch zu einem Chaoten wie mit mir abgebt. Und dafür sollte ja auch belohnt werden, deswegen mache ich auch hier das Ganze, damit man einfach zusammen viel mehr Spaß hat. Und wir nehmen jetzt hier, ja, diese Roma. Menschen am Galgen. Klugscheiß genau woanders, Effendin. Die Byzantiner steilen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace, kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu uns. Tut mir leid, Leute, dass es gerade so ausartet, ab und zu mit dem Gruße und Gekratze. Aber ich kann es gerade nicht abstellen. Tut mir leid. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Das sollten wir doch hinkriegen. Und finde ich eine klasse Idee von denen, damit man ein bisschen Furcht und Schrecken hier verbreitet. So wird der Aberglaube dann gestärkt und die Byzantiner machen nicht mehr das, was sie wollen. Das finde ich gar nicht mal schlechte Idee. Oh, verdammt.
Er hat an der Mauer gearbeitet. Das ist wieder mal klasse. Wieder mal typisch Tony. Wieder mal direkt in die Scheiße getreten. Ihr da, wer war der denn? Er hat einen guten Schneider. Denk nicht. Wir fallen zurück. Schnell auf das könnte unserem Mann irgendwie verdächtig sehen. Oh, egal. Den Hauptmann habe ich. So, verschwindet, ihr Luschen. So. Nein! Was war denn das für ein Fail? Oh Mann, Ezio-Keule. Oh Gott, oh Gott. Das war ja der Fail schlechthin. Oh Gott, nein. Jetzt reicht's aber echt, Mann, Leute. Ja, genau. Also. Oh nee, Mann, ja. Genau, dein Stein, der ist. Der fliegt natürlich so schnell wie eine Gewehrkugel. Ist klar, Bursche, ist klar. Und Ezio, das war der größte Fail, den du jemals da hingelegt hast, obwohl ich nichts gedrückt habe und du einfach da runterläufst. Das finde ich ja mal übertrieben idiotisch, aber okay. Aber okay. Ich verzeih dir nochmal, aber nur, weil du ein cooler Assassine bist. Sonst nicht, weil ich dich im zweiten Teil übertrieben gemobbt habe. Boah, jetzt wusste ich fast gar nicht, was ich sagen sollte. Näher, aber als Sprössling hast du mir viel mehr gefallen. Ein bisschen mehr Elan und hier nicht so ein. So ein. Wie soll ich sagen? Hier so ein. Ah, Gott, na, mir fällt heute nichts mehr ein. Ja, jetzt haben wir eine Assassin-Gilde wieder. So, ihre Gilde gibt nur Plätze für zwei weitere. Ah, okay, das ist gut. So. Okay, auf geht's. Also gleich mal schauen, wo ich hier die Giftpfeile hab. Okay. Ja, Ezio, gehst du mal da. Oh Gott, Ezio, heute bist du echt anstrengend, Bursche. Oh Mann, bei ihren Mädchen nach dem rechten Schau. Hallo? Bleib jetzt mal da drin. Oh Mann, Ezio, heute bist du echt anstrengend. Du bist schlimmer als eine Frau. Das ist echt heftig, Bursche. Mach doch nur das, was man dir sagt. Mehr brauchst du doch gar nicht tun. Guck mal, ordnest du dich eigentlich immer nach ganz hinten? Was ist denn los, Mann? Du hast doch die Eier in der Hose, oder nicht? Oh, Bursche, Bursche, Bursche. Da haben wir noch einiges an Nachholbedarf. Ja, ordne dich einfach wieder zuletzt ein. Es ist okay, Ezio, es ist okay. Unterordne dich den Frauen. Tu das einfach. Mach, was du willst. Es ist okay. Einverstanden. Wofür gibst du deinen Anteil aus? So, Nummer 1. Was ist los? Ist der krank? Ja, er tanzt einfach mal schön um mich rum. Lalalala. Er macht da seine Faxen, weil er vergiftet ist. Die anderen kriegen schon Schreck. Jetzt packt der nächste die Truhe. So, und dann latscht er weiter. Wir werden hier schnell den Typen plündern, damit wir den Giftteil wieder kriegen. Oder auch nicht. Ah, da kommt ein bisschen. Schneller. Oh. Na komm. Oh, Mann. Mädels, heute seid ihr echt nicht auf dem Dampfer. Geht's ja auch nicht. Also heute macht ihr, was ihr wollt. Es ist hart. Oh, nicht du. Oh. Oh. Geht doch. Oh Mann, ey. Was zum Teufel geht hier vor? Ist das der Fluch der Roma? Der was? Ja.
Shake that ass for me, shake that ass for me. Das ist mal ein echter Derwisch. Okay, wir gehen den wieder plündern. Vielleicht würde es ja diesmal was mit dem Giftpfeil. Es siehst, du stürzt dich nicht selber ins Unglück. Kläff dich. Nein, eine Kugel. Einmal Lammblut. Oh Mann. Okay. Sie verbreiten Angst und Schrecken in der ganzen Stadt und bringen uns den Tod. Okay, der ist auch vergiftet. Gott, steh mir bei! Ich war ihm nah! So. Ja, tanz wie ein Verrückter. Whee. So, okay, wir holen erstmal die Truhe jetzt zurück. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Wir haben es geschafft. So, das Objekt auf hier. Die alten Tricks sind immer die besten. Da hast du recht. Seid vorsichtig, ein bisschen Furcht und Schrecken hat noch keinen geschadet. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin? Hier lang. Oh. Und bleibt lass wachsam. Lass dein Charme spielen, Ezio. Wenn du schon nicht mit den... Wenn du es nicht mit dem Unterordnen so kennt drauf ihr hast. Den Begriff Ägyptier? Kenn ich. Okay, falsch. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, so. Mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber aha, hinaus. Okay, die kommen. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines ganz Landes gemacht, das wir nie Teil sahen. Der Welt. Die Menschen okay, urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. Oh, okay. Menschen sind dumm. Manchmal. Ezio, oh, die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Die meisten, aber nicht alle. So. Jetzt bringen wir mal hier euer Geld zurück. Euer schön hart verdientes Geld. Und ich hoffe, jetzt helft ihr mir hier, ihr Ihr solltet Trollers. Das zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Okay, gut, das so hört sich schon mal gut an. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. Immer diese Wortspielerei. Das war natürlich wieder mal grandios. 500 Taler gekriegt. Und so, das hätten wir erledigt. So, was machen wir denn als nächstes? Ich denke mal, wir werden zu so einer Bucherinnerung gehen. Ich glaube, das sind die Altair-Missionen sogar. Machen wir das mal schnell. Denn Altair ist einfach ein ziemlich cooler Charakter. Der ist einfach extrem cool. Den habe ich im ersten Teil schon geliebt. Weil er einfach so cool kühn ist und eine richtig extrem freche Schnauze hat. So wie ich ab und zu. Nicht immer, aber ab und zu. Und ja, das finde ich einfach klasse. Er lässt sich einfach nicht sagen, so ist richtig. Er wirkt zwar ziemlich arrogant, was er eigentlich auch ist am Anfang, aber dann erkennt er, okay, scheiße. Man muss doch zusammenhalten und das ist das, was mich dann am Ende eigentlich sagen lässt, dass er cool ist. Heute wird dein Leben enden. Es wird gar nicht enden. Deins wird enden hier. Dein Leben wird enden und nicht meins. Never ever, Bro. Okay, da ist wieder ein Datenfragment. Das holen wir uns auch gleich mal. Ah, wie gesagt, ich werde erst die Erinnerung starten. Wow, na komm schon. So. Ich werde erst eine Erinnerung starten, wenn wir genug Fragmente haben für alle. Weil dann werde ich das Reihe durchmachen und ich denke mal, ich werde das in einer extra Folge spielen. Dann habt ihr alle Missionen gleich in einem Paket sozusagen. So, das DLC kommt auch demnächst, also es ist schon draußen, aber das werde ich mir demnächst dann kaufen und dann werden wir das dann gleich mit hier rein verfrachten. Und dann haben wir wieder ein paar extra Missionen und alles. Und das sollte auch witzig werden. Und wieder ein bisschen für Zusatzstoff sorgen. Ich hoffe, Ubisoft bringt noch ein paar DLCs zur Story raus. Also ich finde die ganzen Multiplayer-DLCs nicht gerade so Bombe.
weil ich finde, es sollte nicht zu stark auf Multiplayer basieren, weil es ist doch eher ein storylastiges Game, finde ich. Und da hätte ich mir schon so ein oder ein anderes DLC zur Story gewünscht. Also eins ist ja jetzt erschienen, ich glaube aber, das ist so ein DLC, wo du nur teilweise neue Nebenmissionen hast und halt eben neue Erinnerungsabschnitte für Desmond, wenn ich mich nicht irre. Ihr könnt mich eines Besseren belehren, wenn ich falsch liege, Leute. Also ihr könnt es unten in die Kommentare schreiben. Und dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass ich entweder richtig liege oder falsch liege. Aber ja, alles Wissen macht Nase beschissen, ne? So sieht es nämlich aus. Okay, wir haben noch 600 Meter vor uns. Oh Mann, okay, das war echt böse daneben gesprungen, aber okay. Soll's geben. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Aber ich muss da irgendwie lang. Oh, puh. Nee, da gehe ich jetzt auch nicht hoch. Wir watscheln jetzt erstmal. Ich finde es halt ziemlich doof, dass wir hier kein Pferd haben wie in Brotherhood. Weil da war ja das Pferd echt, wie soll ich sagen, ein guter Bestandteil der Story. Da konnte man schnell von A nach B. Der Hauptmann sagt nur. Ja, komm. Schneide dich an. Verdammt nochmal. Los, halt zu mir. Verlieren wir ihn, wird uns das der Pascha nicht nachsehen. Ah, lass mich in Ruhe. So. Okay, alle ausgemerzt. Ah, natürlich sind wir wieder hier in. Ich habe nichts damit zu tun. Nichts kann euch aufhalten. Ihr werdet ziehen. Geht ziehen los. Es gibt keinen. Das wollte ich doch nicht. Haut ab von mir. Ein Hausierer. Gott, oh Gott. Hat er den Verstand? Ich hier wieder durchwurschteln muss. Masse, ich hab den Typen. Oh Gott, okay, komm. Nimm mir den schnell. Ah, der ist abgehauen, wa? Ja. Ah, ist ja auch wurscht, wie Käse. Ich will hier eigentlich gar nicht hin. Mann, fu! Lass mich in Ruhe, Leute. Ich. Ich will eigentlich nur von A nach B und eine chillige Alter-Ir-Mission machen. Also chillt und lasst mich in Ruhe. Na komm, Ezio. Oh Mann. Ja, manchmal geht mir das Klettersystem so auf den Sack, das Freerunning-System. Es ist, finde ich, eigentlich im Großen und Ganzen recht okay, aber manchmal sackt es so übertrieben. Das glaubt ihr mir gar nicht. Okay, dann es gibt keine, ja, fahren wir schnell mal rüber. Na Gott, nee. Ja, oh Mann. Ja, kommst du nicht da hoch, ja. So. Sehr geschickt. So, ja, wir wollen den Galata-Bezirk. Um die Leute mal ein bisschen aufzumischen. Gott im Himmel, Gott im Himmel. Yo! Okay, ich glaube, wir haben es jetzt mal bald 200 Meter noch. Das kann ja noch was werden, das kann ja noch was werden. La. Oh, ich lasse mir mal in Ruhe, weil ich jetzt gerade nicht auf Stress aus bin. Oh Mann. Das ist, wie gesagt, ja. Manchmal fällt dieses System einfach nur so krass. Ja, interessant. Aber. Ach, das war wieder so klar. Er klingt wie der Wind. Naja. Webkalade! Geschieht Ihnen recht! Geht doch. Na, die Diebe.
So. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Kommt uns! So. Giftet. Verliert ihn nicht. Auch nicht mehr. Dam. Es war so. Ach nee, ich sag dazu echt nicht mehr. Es war so klar. Ich laufe gerade drauf zu und er springt trotzdem den Bogen. Oh Mann, Leute. Ezio, du machst mich heute echt schwach. Was ist denn los mit dir? Also heute gefällt es mir gar nicht. Also heute bist du nicht in Topform, sehe ich gerade. Meine Fresse. Okay. Ja. Oh, meine Güte. Heute ist echt nur Laufen angesagt in der City. Aber wir haben ja gleich, glaube ich, die Altair-Mission. So. Also los. Die Markierungen kommen mir bekannt vor. Dann fangen wir das mal an hier. Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. So, der Ladebildschirm hat sich verändert. Das heißt, wir beginnen gerade eine Erinnerung von Altair Achbindnach Allah oder wie auch immer. Ich kann es nicht ganz aussprechen. Verzeiht mir. So. Laden. Laden ist immer gut. Oh, laden. Laden ist so schön. Laden. Lass uns wiedersehen. Laden. Alter, ihr im Alter von 24. Und bang. Okay, das war fein. Seid ihr verletzt? Gebrochener Fuß. Ach, solange es weiter nicht ist. Aber na klar, du kannst auf dem Fuß stehen. Wie ist euer Name, Bruder? Altair, Sohn des Umar. Umar? Ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altair! Wir wurden verraten. Okay. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Außer Altairs Vater ein ehrenvoller Mann gewesen. Wir haben ja nicht, und Al-Mualim? Nicht allzu wo ist viel bekommen im ersten Teil. Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Okay. Altair, wir müssen hier weg. Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals. Abbas, keine Fehler. Keine Fehler. Okay, er spielt wahrscheinlich vor den Ereignissen von Assassin's Creed 3 gerade diese Szene hier. Okay. Mach ihn mal her, ihr Kreuzritter. Okay, der hat die Dämme. Ezio? Sollte auch eigentlich. Wenn er das gleiche System hat. Ja, komm her. Angst vor dir. Einmal gekontert, bitte ein Brot zum Mitnehmen. Dann. Oh, das war der Hals. Zack. Komm, gesperrt. Zack. Der wird hingerichtet. Ich bin gerade am Überlegen. Nein, unsere Nebenmission. Okay, Moment, ich muss gerade mal nachschauen. Ich will nämlich wissen, was die Nebenmission ist. Ich glaube, es ist alle Bürger befreien oder so. Alle Angriffe. Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob sie uns. Ah, da oben. Ich dachte, da oben ist so ein schwarzer Kuh. Doch, irgendwo da.
Okay, Alter. Ja. Machen wir es halt anders. Ich weiß, genau da ist ein schwarzer Punkt, also heißt es, dass dahin noch Leute in Gefahr sind. Ja, genau. So, okay, einmal. So, dann irgendwie hoch. Dann holen wir uns gleich mal das zweite Haus. Oh Mann, ich mach heute nur Scheiße, das ist so abnormal. Oh Gott, schenkt mir ein bisschen Verstand heute. Ich will noch nicht sterben! Okay. Nein, du stirbst ja auch nicht. Ich bin ja da. Chill. Alter, ihr. Oh, warst so cool. Und hast du das Tier geworden? Du kannst nicht mal so einen coolen Sprung. Nein, Journey Mo. Ich hab mein Ziel dann schnell. Keine Angst, den kriegen wir. Okay. Oh. Entscheidung. Stimmt ein Franzose. Okay, da sind noch ein paar Tempo. Oh, das ist echt, dass wir hier vorbeikommen. So, alle Angriffe gehören abgeschlossen. Alle gehen nicht. Das finde ich mal übelst nice. So. Schluck, du Specht. Aber da oben sind wir auch noch. Hm. Oh, sorry. Ey, hier. Nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Hätte versagt die Tür ein wenig. So, zack. Du gleich mit hier in die Kette. Hä? What the fuck? Was war das denn? Oh, der Mist. So, ihr kleine Saftsäcke. Bam. In your face. Komm nachher, ich hab sowas von übertrieben, keine Angst vor euch. Den ausgeschaltet. Außer man hat eben nur die Hände. Massiv. Oh, okay, wir kamen da runter geflogen. Kreuzritter unentdeckt eliminieren. Noch ein Schritt sollten wir doch hinkriegen, und euer Mentor stirbt. Ich nicht, dass er stirbt. Ihr kommt nicht das mit dem Leben davon, Verräter. Nicht. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt.
Das macht euch noch erbärmlicher. Okay. Ich glaube, der Typ mag uns mal. Klappt so gar nicht. Oh! Okay, das war mal ein Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Was, Ihr enttäuscht mich. Komisch mit Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Hey, runter vom Dach und... Okay, das war nochmal knapp. Noch ein guter Mann ist tot. Oh, das sieht und als ihr schweigt Jedi weiter? Noch gefallen. Das überrascht mich. Wir sollten uns beeilen. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mu'alim. Doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder. So und. Bam! Ins Gesicht! Wir konnten den einen auch noch retten und unseren Mentor auch noch. Tut mir leid, dass es leider für die anderen zwei nicht gereicht hat, aber ich glaube, die sterben einfach. Ihr habt so viel Vertrauen zu den Menschen, Altair. Und deswegen die tut Templer es mir leid. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Ja, jetzt. Nein. Okay, unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Aha, das ist natürlich dein Fluch. Jeder hat seinen eigenen Glauben. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahin scheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Altair, ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Oh, aber trotzdem. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Aha. So ist das also. Wir sind sein Knappe auch noch. Ja, das war's mit dem coolen Altair. Des Mentors Wächter war die Mission. Und yo! Ich denke mal. So. Nach der Ladesequenz machen wir nochmal Schluss für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Revelations. Mein Name ist TK und wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal, wenn es soweit ist. Okay, es wird automatisch gespeichert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt die Sonne, falls es bei euch genauso sonnig ist wie bei mir. Das war's, schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal und Dann enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüssel, diese alten Siegel. Ja, aber der labert doch. Doch was will Altair uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Und mit dieser Frage beenden wir natürlich das Ganze. Und ich wünsche euch noch was und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.